Attention, attention. Das war der Anpfiff in der Begegnung zwischen KCNW Berlin und CPS Asia. Ah. Der erste Ball geht hier an unsere asiatischen Sportkameraden. Dieser Angriffsversuch wurde geblockt, allerdings bleibt CPS Asia hier in Ballbesitz. Asia. Hier der Ball mit etwas zu viel Gewalt auf die Wasseroberfläche gezimmert. Er springt ins Aus. Ball für CPS Asia, KCNW, also ohne größere Chance. KCNW hier wieder mit einem schnellen Konterversuch. Nummer 9 könnt ihr jetzt werfen. Trotz Konterversuch geht der Ball ins Tor. Nummer 9 erzielt das 1:1. Schnellen Vorwärtsbewegung. Das Tor von CPS Asia aktuell nur schwach verteidigt. Passversuch hier an seinen Kameraden mit der Nummer 8 wird abgeblockt. Ecke für KCNW. Einmal erzielt der Spieler mit der Nummer 9 einen Treffer. Neuer Spielstand 2:1. Schneller Konterversuch hier durch CPS Asia. Der Ball aktuell umkämpft im Mittelfeld. Noch ein schneller Wurfversuch, wieder geblockt durch die Verteidigung. KCNW jetzt im Ballbesitz. Dieser Versuch wurde durch das Pfeifen des Schiedsrichters abgebrochen. Hier gab es offensichtlich ein Foulspiel durch unsere Sportkameraden aus Berlin. Das heißt, Asien bleibt in Ballbesitz. Durch den Spieler mit der Nummer 4 endet am Paddel der Berliner Verteidiger.
Nummer 9 hier mit dem Ball vor dem aktuell leeren Tor von CPS Asia. Und das ist quasi ein geschenktes drittes Tor. Neuer Spielstand 3:1. Waldwurf hier durch den Spieler mit der Nummer 9, Ende dem Aus, CPS Asia jetzt mit dem Abstoß vom Tor. Es bleiben noch etwa 3,5 Minuten zu spielen. KCMW Berlin führt aktuell immer noch mit 3:1. KCNW jetzt wieder im Ballbesitz mit einer schnellen Konterchance. Weit vorgelegt für zur Nummer 9, Nummer 1 aus Asien. Versucht den Ball noch zu fangen, scheitert bei dem Versuch, aber neuer Spielstand 4:1. Das war jetzt der Anschlusstreffer von CPS Asia. Spielstand 2:4. KCNW aktuell noch mit 2 Toren im Vorsprung, also ganz klar in der Vorteilsposition. Hier ein Ballverlust. Nummer 5 von CPS Asia kann hier den Ball für sich gewinnen. Ja. 44 Sekunden noch, der Ball wird rechts vorgelegt. Weiter Pass zum Seitenwechsel. Rückpass wieder ins Mittelfeld. Die
spielen den Ball hier von Seite zu Seite. Da verspringt der Ball, hier kommt es zum Zweikampf. Nummer 1 vom KZNW klärt hier schön die Situation und beschert dem Team den Ball. Aufs leere Tor prallt ab hier der Zweitversuch. Und Nummer 7 von KZNW erzielt circa 15 Sekunden vor Schluss das 5:2. Ja, ein Versuch von der Mittellinie geblockt durch den Torwart. Halbzeitergebnis 5:2 für KCNW gegen CPS Asia A. Das war der Beginn der zweiten Hälfte hier in der Herrenbegegnung KCNW Berlin gegen CPS Asia. In der ersten Halbzeit konnte KCNW 5 Tore erzielen, CPS Asia lediglich 2. KCNW also hier in klarer Vorteilsposition mit 3 Punkten Vorsprung in den nächsten 10 Minuten, ist aber noch alles offen. Der Anschlusstreffer von CPS Asia, neuer Spielstand 3:5. Der Torversuch endet hinter der Torlinie, das heißt Ecke für den KCNW.
Konterchance hier für CPS Asia nach missglücktem Torversuch durch den KCNW. Der KCNW setzt hier auf frühe Bedrängnis- und Manndeckungstaktik. Langer Pass nach vorne. Da verspringt der Ball auf dem Boot der Nummer 1. Das ist wirklich Pech an dieser Stelle. Ball jetzt also wieder für KCNW. Es sind noch knapp 7 Minuten zu spielen. Und KCNW hier mit der Chance, die Führung weiter auszubauen. Mein Vorschlag ist, dass um 19 Uhr letztes Spiel ist, das wir filmen. Danach bauen wir ab, soweit es notwendig ist, dass wir dann alle zusammen essen als Team. Ja, wollt ihr irgendwelche Karten und Batterien das machen? Ja. Ja, ja. Tor durch den Spieler mit der Nummer 2, CPS Asia, jetzt also unter noch größerer Bedrängnis. KCNW arbeitet sich hier auf das Tor hinzu. Nummer 9 verwandelt auch diese Chance in einen weiteren Treffer. Neuer Spielstand 8:3. Etwa 3,5 Minuten vor Ende dieser Partie. CPS Asia hier mit einem weiteren Torversuch. Handgemenge um den Ball. Und der Schiedsrichter entscheidet hier zugunsten unserer asiatischen Sportsfreunde. Das heißt, CPS Asia hier im Ballbesitz kurz vor dem Tor von KCNW. Es bleiben noch 2 Minuten 20 zu spielen. Hier ein kurzes Timeout.
Torversuch hier, der Ball geht zurück in die Hände der Berliner. Nummer 8 könnte den Ball jetzt weit vorlegen. Nummer 2 nimmt den Ball in Höhe des Mittelfelds auf, legt es ihn selbst nochmal weiter vor. Lediglich ein Verteidiger steht bereit. Nummer 7 von KZNW passt zu Nummer 9. Nummer 9 hier in Wurfposition. Ein wenig zu lasch der Wurf. Er sieht das Tor, kann sich aber doch nicht entscheiden, dort einzuziehen. Es bleibt vorerst beim 8:3. Plädiert hier nochmal recht nachhaltig, unterstützt von einem metallischen Pfeifen auf sein Eckbefehl. Nummer 8 wird diese Ecke hier ausführen. Es bleiben noch 94 Sekunden zu spielen. Die Ecke wird schnell abgefangen durch den Spieler mit der Nummer 7 von CPS Asia. CPS Asia hier also wieder mit einer guten Konterchance. Weiter passt nach vorne zu Nummer 5. Nummer 5 jetzt im 1 gegen 1 gegen Nummer 9. Posten. Schöner Versuch, hat leider nicht geklappt. KCNW wieder im Ballbesitz. Langer Ball ins Mittelfeld zur Nummer 2. Nummer 2 könnte jetzt nach Nummer 6 passen. Nummer 8 liegt vorne. Rückpass zur Nummer 9. Nummer 9 jetzt in Angriffsbewegung. Wieder Pass zum Spieler mit der Nummer 2. Er legt seinen Kameraden mit der Nummer 8 den Ball vor. Und da ist das 9. Tor. Neuer Spielstand, eine Minute vor Schluss. 9:3 erzielt durch den Spieler mit der Nummer 8. Sekunden bleiben noch zu spielen. CPS Asia hier ohne jede Gewinnchance, wenn ich so frei sein darf, diese Prognose mal zu bestätigen. Okay. 15 Sekunden bleiben noch zu spielen. Johnny, was sagst du dazu? Wie groß sind die Chancen für CPS Asia? 3 von 9. Das war ein weiterer Treffer. Es steht jetzt 10:3 und mit diesem Ergebnis endet das Spiel in der Herrenbegegnung KCNW Berlin gegen CPS Asia A.